Kinder spielen. Ich sag was und alle anderen springen dann und machen, was ich will. Und was ist mit den Kapitänen? Ach, die können sich ruhig mal entspannen. Und wenn sie wollen, können sie ja was mitarbeiten, wenn sie nett zu mir sind. Ja, die werden mir noch dankbar sein, wenn ich schon alles vorbereitet habe für die. Okay, da bin ich aber gespannt. Das kannst du auch, Ricky. Ich sag dir, das wird ein unvergessliches Camp. Das Camp des Jahrhunderts. Nein, das sag ich, des Jahrtausends. Also, ich muss jetzt los. Ich hab zu tun. Das kann ja nur schief gehen. Es gibt zwar schon einen Flyer, aber der ist ja nicht von mir. Ich mach lieber einen eigenen. Der ist eh viel cooler. Naja, und wenn nicht, die Kinder kommen eh. So, was muss ich jetzt noch klären? Ach, hier hat der Clemens das Organigramm. Was ist noch wichtig? Ja, die Küche. Selber kochen kann ich ja nicht. Wir könnten alle Kinder in den Garten schicken zum Regenwürmer suchen. Ja, das ist gut. Dann sind die schon mal eine Weile beschäftigt. Super, da ist der Punkt Essen auch schon mal abgehakt. Ha! Und jetzt brauche ich ja jeden Job noch für jeden Stand. Hey, Ricky, kannst du mit spielen? Weißt du, was ich mir überlegt habe, Ricky? Dieses Jahr machen wir noch mehr und vor allem größere Standorte. An so coolen Orten wie Berlin, Paris, London, Moskau, Tokio. Und eigentlich könnten wir ja bei dem Thema auch einen in Ägypten machen. In Kairo zum Beispiel. Ja. Und wie laufen denn die Vorbereitungen sonst so? Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin schon so gut wie durch. Eigentlich könnten wir das Camp noch einen Monat vorziehen. Was? Aber das kannst du doch nicht machen. Wer sagt das? Ich muss bloß noch rausfinden, wie ich eine E-Mail an all die Eltern schreibe, um die zu informieren. Das kann ja was werden. Aber sag mal, müssen sich die Kinder nicht erstmal anmelden? Anmeldung? Ach, die sollen sich einfach alle bei mir melden und mich anrufen. Das passt schon. Ach, und du bist sicher, dass dich 200 Leute anrufen sollen? Und dann? Kannst du dir das denn alles merken? Und Sponsoren, das brauche ich auch noch. Das ist wichtig. Ricky, du kriegst einen Auftrag. Du stellst dich mit der Tasse an die Straße und sammelst Geld ein. Was soll ich machen? Ich dachte, du willst alles alleine machen, weil du ja so toll bist. Na gut, dann eben nicht. Das wäre jetzt deine Chance gewesen, mitzumachen. Dann mache ich es eben alleine. Oh Mann, der schießt mal wieder den Vogel ab hier. Das habe ich gehört. So, wen brauche ich alles fürs Theater? Ach, Fred und Frieda? Abgewählt. Ich mach das am besten alles allein. Ich, Kiki, der Supermann, der durch die Pyramide fliegt. Das wird so cool. Und den ganzen Papierkram und diese Elternmail. Muss ich echt zugeben, das ist nicht so meine Begabung. Aber vielleicht, ja bestimmt ist das gar nicht so wichtig. Wie sagte Alf immer so schön, man soll ja gabenorientiert arbeiten. Und wenn ich das nicht kann, dann mache ich eben nur das, was mir Spaß macht. Und der Rest ist einfach nicht so wichtig. So, was noch? Ach ja, ein Camp-Song. Ricky, wie war das Camp-Thema gleich nochmal? Ach, na Ägypten, im Land der Träume. Wer hat sich denn sowas überlegt? Naja, dann machen wir eben da was draus. Ja. Das ist gut. Kinderträume. No. Ricky, ich glaube, ich hab's. Na dann, lass hören. Also, mein Kunstwerk. Alle meine Kinder, hört mir mal gut zu. Hört mir mal gut zu. Wir fahren ins Land der Träume. Da schlaft ihr gut im Nu. Aber du kannst doch nicht einfach die Melodie von alle meine Entchen nehmen. Warum nicht? Meinst du, das stört die Entchen? Außerdem sind wir verwandt. Die werden schon ein Auge zudrücken. Aber vielleicht ist das wirklich zu langweilig oder zu uncool. Ich rappe lieber wieder. Ja, das mache ich. Warte, ich schreibe einen Rap. Ricky, pass auf, jetzt wird's cool. Also, Josef ist im Land der Träumer und er war echt voll der Träumer. Jede Nacht hat er geträumt und so voll das Camp versäumt. Gelebt hat er vor langer
feuerbereit? Aha, der Text ist ja sehr inhaltsreich. Ach, ist doch egal, die Kinder achten eh nie auf den Text. Hauptsache, es klingt irgendwie cool. So, aber jetzt muss ich ins Büro. Die Arbeit ruft, ich bin ja schließlich der Chef. Jetzt soll ich auch noch eine Campplanung machen, ein Hygienekonzept und ein Finanzkonzept? Oh, wozu muss das denn so kompliziert sein? Das verstehe ich gar nicht. Ich mache einfach das, worauf ich jetzt Lust habe und was ich kann. Also, Hygienekonzept fürs Gesundheitszentrum. Ach, wir machen einfach dreimal am Tag Hände waschen. Am besten vorm Essen. Oder doch lieber nach dem Essen? Kiki, die Druckerei hat eben angerufen, ob wir dieses Jahr denn gar keine T-Shirts bestellen wollen. Doch, na klar. Einfach das Logo drauf. Was? Nichts Cooles? Irgendwas zum Thema oder so? Hey, das Logo ist doch cool. Außerdem habe ich dafür jetzt keinen Nerv. Sie sollen einfach irgendwas draufdrucken. Hier, klär du das. Ja, hallo? Hier ist Kiki, der Campchef. Einfach nur das Logo fett und bunt ganz vorn drauf. Was? Ja, ja, ganz, ganz groß. Ja, okay, tschüss. Oh Mann, das kann ja lustig werden. Vielleicht war ich während des Camps einfach in den Urlaub. Na, dann verpasst du aber was. Oh, diese vielen E-Mails. Wie soll ich das denn alles organisieren? Oh, ich kann grad nicht reingehen. Hört auf anzurufen. Ruf später an. Du, was ist bei dir los? So ein Hühnermist. Alles geht schief. Die Mitarbeiter lachen mich doch aus, wenn ich ihnen sage, dass ich alles hier gar nicht so gut gebacken kriege. Und wenn die mich fragen, wo Esther und Clemens und die anderen Campsidenten sind. Ach, und ich kann gar nicht kochen. Ich kann nicht singen. Ich kann nicht predigen. Ich kann ja nicht einmal organisieren. Ich kann gar nichts. Oh, wie soll ich dieses Camp denn leiten? Aber Kiki, niemand kann alles alleine. Deswegen machen doch die Campsidenten das zusammen. Als Team. Jeder hat da seinen Bereich. Und ich hab gar keinen Bereich. Ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Dinge im Leben schneller, besser funktionieren, wenn man das zu zweit oder zu dritt macht? Ich meine, klar, Mensch, ärgere dich nie spielen mit sich selber ist natürlich cool, weil man gewinnt immer. Aber wirklich Spaß macht's doch erst, wenn man das zu dritt oder zu viert macht. Und dann die anderen so richtig schön rausschmeißen kann, oder? Und wenn man dann auch sich zusammenschließt und nicht gegeneinander arbeitet, sondern miteinander auf ein Ziel hin, dann wird's richtig gut. Das nennt man dann Team. Mit einem Team arbeitet man zusammen und richtet sich darauf, ein Ding richtig gut zu machen. Und das Coole im Team ist, dass nicht jeder alles bringen muss, sondern ich kann zum Beispiel richtig gut Deko. Für die Kinderstunde, mir was auszudenken zum Basteln, perfekt, das bringe ich. Aber irgendwelche Spiele machen oder vielleicht sogar noch Rennen und Fangen spielen, ich glaube, da sind andere besser. Und im Team, wenn mehrere Leute zusammen sind, dann ergänzt sich das Ganze. Und das können Kinder genauso wie Erwachsene. Im Team funktionieren viele Dinge viel besser und es macht eigentlich auch Spaß. Und wisst ihr, gerade wir in der Gemeinde oder wir als Christen, wir haben ja noch den Vorteil, wir haben ja noch einen Teamplayer, der ist über die Maßen besonders und hilft uns manchmal auch Dinge zu tun, die übernatürlich sind. Und wer ist das? Natürlich Jesus. Jesus ist echt derjenige, der das Spiel rumreißen kann. Jesus schenkt uns einen neuen Blickwinkel. Wenn wir manchmal drauf sind und nichts geht, nichts funktioniert, alles ist blöd. Dann kommt Jesus. Und Jesus gibt uns einen neuen Blickwinkel. Und plötzlich sehen viele Dinge ganz anders aus. Jesus macht, dass wir wissen, wo es lang geht. Und wie wir das erkennen können? Wir können ihn fragen. Wir können beten. Wir können mit anderen reden. Hey! Was denkst du darüber, was in meinem Leben passiert? Was denkst du über das Kiki-Camp? Was wollen wir da starten? Und?
Wir haben in der Bibel zu lesen. In der Bibel spricht Jesus genau das aus. Sein Leitfaden, ein Richtungsgeber, ein Wegweiser. Und wenn wir zusammen im Team den Weg gehen, den Jesus für uns vorgesehen hat, dann wird's richtig gut. Oh, hi Kiki, warum rufst du uns denn an? Na, ich wollte fragen, ob wir vielleicht zusammen das Kiki-Camp organisieren können. Das ist aber schön, dass ihr uns helfen wollt. Der Kiki hat den ganzen Morgen versucht, das Camp alleine zu organisieren. Aber organisiert ist doch eigentlich schon alles. Wir sind ganz gut dabei. Nur uns fehlt noch jemand. Vielleicht so ein kleiner, weißer, verrückter Vogel, der auf dem Camp einen Haufen Quatsch erzählen könnte. Oh ja, ja, darf ich das machen? Das kann ich richtig gut. Siehst du, Kiki, das ist das Coole an einem Team. Jeder macht das, was er gut kann. So können wir uns ergänzen.